Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Die Unbestechlichen TV. 1922 gelang dem russischen Mediziner Professor Alexander Gurwitsch der Nachweis, dass die Zellen bei der Teilung ultraschwaches Licht ausstrahlen. Vom deutschen Biophysiker Professor Dr. Fritz Albert Popp wurde dieser Vorgang wiederentdeckt. Biophotonen übernehmen wichtige Funktionen bei der Regulierung unseres Organismus, ebenso bei Tieren. Wie und warum das funktioniert, kläre ich mit meinem heutigen Gast Walter Rieske. Herzlich willkommen, Walter. Hallo Vesna, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Immer gern. Walter, erklär uns doch mal bitte am Anfang, was genau sind Biophotonen? Ja, es gibt ja einmal die wissenschaftliche Seite, was du gerade angedeutet hast. Und aus meiner Sicht sind Biophotonen viel, viel mehr als das noch. Und ich nutze die Begrifflichkeit in der Ursprünglichkeit der Wörter. Die stammen aus dem Altgriechischen. Bios steht für Leben und Photon für Licht. Es geht um Lebenslichtenergie. Und die findet eben auch, die kann man eben auch mit diesen Messmethoden sichtbar machen, wie es der Fritz Albert Popp eben nachweisen konnte. Und er hat da tolle Forschungsergebnisse entwickelt. Und ja, aber es ist noch weit mehr aus meiner Sicht. Warum sind Biophotonen für uns eigentlich auch so wichtig? Letztendlich sind sie ja vorhanden und mehr oder weniger umfangreich vorhanden, diese Lichtenergie, diese Lebensenergie. Und sie spielt in ganz, ganz vielen Prozessen einfach eine wichtige Rolle. Ja, unter anderem eben auch in der Zellkommunikation, der Kommunikation der Zelle mit der DNA. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil es ganz elementare Effekte dann mit sich bringt, wenn man diese Bereiche anheben kann. Erzähl doch einfach mal, wie meinst du die anheben kann? Wie darf man das verstehen, dass du in dem Bereich das anheben kannst? Also wenn man diese Lebenslichtenergie verstärken kann, anheben kann, einfach mehr Lebensenergie in den Organismus und in die Zelle hineinbringen kann, dann funktionieren die Abläufe einfach noch viel besser. Also die Ergebnisse, die wir so schon haben, werden optimiert durch mehr Lebensenergie. Wie kann ich die optimieren? Naja, das ist im Grunde genommen das. Und wie helfen die dann? Weißt du, also erstmal die Frage, wie optimiere ich und auf welcher Ebene helfen sie mir? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir in der heutigen Zeit und auch Tiere, um die es ja heute geht, dass wir halt überall die technischen Strahlungsfelder haben. Und dass diese Energien, dadurch, dass sie unvollständig sind, befremdlich auf den Organismus wirken. Und bei Tieren ist es auch so. Also sie wirken in einer Art und Weise chaotisch. Also sie bringen die biologischen Prozesse durcheinander. Und dann funktionieren die ganzen Steuerungen und alle Dinge eben nicht so gut. Und wenn man diese Energien eben anreichern kann mit den fehlenden Aspekten, vervollständigen kann, dann kann die Energie nutzbar gemacht werden, kompatibel für die Biologie gemacht werden. Und das funktioniert ebenso bei Tieren. Das funktioniert bei allen Tieren und Säugetieren. Und wenn wir nicht so eitel sind, dann dürfen wir uns da ja irgendwo mit dazu zählen. Was verursacht denn einen Mangel bei Biophotonen, eben bei Tieren? Naja, es ist so, dass wir haben das radiästhetisch ermittelt. Von mehreren habe ich das machen lassen, die eben jahrelang schon diese Austestung machen, da sehr erfahren drin sind, dass einfach der Einfluss der technischen Strahlungsfelder so viel durcheinander bringt, dass die Potenziale nicht komplett genutzt werden können. Also dass die Leistungsfähigkeit geht stark runter. Sie leidet an dem Einfluss der technischen Energiefelder. Und ich sag mal, beim Menschen ist es so, wenn der ein Handy hat, dann kann er entscheiden, okay, ich mache da einen Chip drauf. Optimalerweise einen von Genesis ProLife. Und ja, dann hat er sein Handy eben in eine Tankstelle für Biophotonen, für Lebenslichtenergie verwandelt.
Pferde zum Beispiel telefonieren nicht, kriegen aber trotzdem die Strahlung von den Mobilfunksendern ab. Bei Hunden, anderen Haustieren ist es ebenso bei allen Klar, Tieren. Die leben ja bei uns im Haushalt mit dabei und sind genauso belastet wie wir auch. Noch wie mehr. Zeigt sich das eigentlich bei den Tieren? Kannst du eigentlich sagen, wie bei uns Menschen ja auch, der eine ist ja etwas sensibler, der andere hat das Gefühl, kaum darauf zu reagieren. Ja. Siehst du auch diese Unterschiede oder erkennt man diese Unterschiede auch bei den Tieren? Naja, es ist so, dass Stress erzeugt wird durch diese technischen Strahlungsfelder, weil es ist eine Energie, die auf uns hereinprasselt, ohne dass wir damit etwas anfangen können. Und wir können es üblicherweise nicht abstellen. Und Tiere können es schon gar nicht abstellen. Und Stress ist eben die Hauptursache von Erkrankungen, weil Stress Hormonausschüttungen verursacht, die dann, wenn sie abgebaut werden, wieder zu Säurebelastungen führen, Übersäuerung führen. Und das ist einfach sehr ungünstig für den Organismus, wenn die Situation so ist. Und bei Tieren ist es ja oftmals so, da sind Photovoltaikanlagen auf Stallungen. Darunter die Felder sind eben eher ziemlich lebensunfreundlich, für Menschen auch. Die Menschen wissen es oftmals nicht. Die meinen, oh, wir haben jetzt was Gutes für die Umwelt getan. Wir erzeugen jetzt Strom über Sonnenlicht, tolle Energieerzeugung. Die Lebensenergie darunter ist allerdings ziemlich ungünstig. Und es hat, ich glaube, in Ungarn war das, da hat man in einem Heilerzentrum, die haben mit einer Technologie, die von Professor Korotkow von der Universität St. Petersburg entwickelt wurde, mit der Gas Discharge Valuation, also GDV-Technologie, einer Weiterentwicklung der Kirlian-Fotografie, haben die eben festgestellt, dass ziemliche Energiedefizite da waren. Und bei dem einen hat sich das darin geäußert, dass er nervös war, dass er nicht schlafen konnte. Der nächste war unkonzentriert, der nächste war ständig müde. Und man hat lange überlegt, was kann das sein, und ist dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen. Im Zuge staatlicher Förderung hatten viele Menschen sich Photovoltaik aufs Dach gemacht, und das waren eben die Auswirkungen. Und der Mensch kann das dann eben noch artikulieren, und bei den Tieren ist es eher so, die können uns das nicht sagen. Die reagieren dann eher nervös, unkonzentriert, vielleicht sogar aggressiv. Ja. Sind das so Vorzeichen, auch die darauf hindeuten können? Ja, ich denke, aggressiv ist schon sehr heftig dann. Wobei es eben auch heftige Situationen gibt. Also wenn jetzt kleinere Haustiere, ein Wellensittichkäfig direkt, also so ein Vogelbauer direkt neben dem WLAN-Router steht, dann ist es schon sehr heftig. Und den Tieren macht das schon sehr zu schaffen. Und Tiere sind in ihren Sinneswahrnehmungen ja oftmals viel feinfühliger als wir Menschen. Und von daher ist auch die Auswirkung mindestens ebenso groß. Also diese radiästhetischen Messungen, was ich gerade angedeutet hatte, hatten zum Ergebnis, dass bedingt durch den Einfluss dieser technischen Energiefelder Tiere von ihrem Leistungsvermögen noch deutlicher verlieren als der Mensch. Also der Mensch lag durchschnittlich etwa bei 71% Leistungsvermögen. Durchschnittlich heißt ja, es gibt Menschen, denen macht das nicht so viel aus, die liegen vielleicht bei 85%. Und es gibt aber auch welche, wo es dann noch weiter runtergeht. Pferde haben dichter dran gelegen, die haben bei 68% durchschnittlich gelegen, und bei Hunden war es 61%. Sag mal, wenn ich jetzt ein Problem an meinem Haustier feststelle und könnte mir vorstellen, war auch schon beim Tierarzt, eigentlich findet man nichts, keine Antwort. Jetzt komme ich zu dir. Du hast uns ja auch mal ein paar Sachen hier mitgebracht, die wir mal vorstellen können. Was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, ich habe zu Hause ein Problem mit meinem Hund, Katze, Maus oder eventuell ich habe sogar ein Pferd in einem Stall stehen? Was könnten wir tun? Ja, also das ist der Biophotonengenerator, den man in die Steckdose steckt, der im Grunde genommen das ganze Gebäude
in ein sehr lebensfreundliches Energiefeld verwandelt. Also die ganzen vorhandenen Energiemengen, die Quantität, die bleibt weiterhin so. Wir schirmen da nichts ab und müssen das glücklicherweise auch nicht, weil das kaum umsetzbar wäre. Das wäre kein Ausweg, keine Lösung. Sondern wir reichern die vorhandenen Energiefelder mit den Genesis Pro Life Frequenzen an, mit dem Ergebnis, dass die Qualität der Energie sich auf lebensfreundlich verändert, auf Vitalität fördernd sogar verändert. Es ist nicht nur neutral, es tut mir nichts mehr, sondern es ist ins Positive gedreht. Man kann auftanken, der Wohlfühlfaktor, so kann man es vielleicht simpel ausdrücken, der Wohlfühlfaktor steigt enorm an. Man ist in einem Energiefeld, wo man eben auftanken kann, wo man relaxen kann, wo man genau das Gegenteil von dem, was es vorher war, erreicht. Und das bekommt der Gesundheit natürlich auch enorm gut. Jetzt habe ich zum Beispiel in meinem Haushalt WLAN, iPhone, iPad, ein Internetfernseher und bestelle jetzt eines deiner Geräte für mich und meine Haustiere. Mhm. Und in einem halben Jahr bekomme ich vielleicht ein neues iPhone oder es kommt ein neuer Rechner hinzu oder es kommt wieder eine neue Technologie hinzu in die Haushalte oder in meinen Haushalt. Wie reagieren dann deine Geräte auf die neuen Technologien? Mhm. Also der Generator. Weil viele Sachen sind ja sehr starr. Mhm. Und wenn etwas Neues hinzukommt, dann sagen ja sehr sensible Menschen, dass das Produkt, das sie eigentlich dafür haben, schwächer wird und sie wieder anfangen zu reagieren. Mhm. Das scheint bei dir etwas anders zu sein. Ja, es ist zum einen so, dass die Energie weiterhin auf lebensfreundlich, in der Alternativmedizin spricht man dann von rechtsdrehend, also Vitalität fördernd, bleibt. Wenn man jetzt ein neues iPhone sich bestellt oder von anderen Anbietern, Samsung oder was es da nicht noch alles gibt, um die auch mal zu erwähnen, die sind ja ähnlich in der Auswirkung, dann ist es schon sinnvoll, wenn man da eben einen neuen Handychip drauf macht. Und wir reden hier ja nicht über Preise, aber der Preis ist hier ungefähr beim Preis eines iPhones. Nur das Gerät kauft man sich einmal und dann hat man das. Das verliert nicht an Leistung. Es gibt Geräte am Markt, wo man eben weiß, wo die Anbieter auch wissen, die Leistung lässt nach. Da müsste man dann irgendwann ein neues kaufen oder sich mit weniger Leistung zufrieden geben. Wenn man solche Geräte schon hat und den Generator hinzunimmt, dann würde eine energetische Reinigung bei diesen Geräten stattfinden und die würden stabilisiert werden und fallen dann auch nicht mehr ab in dem Feld hier. Die werden mit stabilisiert und hochgezogen in der Leistung, vervielfacht in der Leistung. Ich meine, das sind ja schon starke Aussagen. Mhm. Kannst du die beweisen? Kannst du die jemanden, wenn jetzt jemand sagt, naja gut, da kann ja jeder sich hinsetzen, so etwas behaupten. Ja. Und auch viele andere Hersteller werden jetzt vielleicht auch sagen, naja, der meint auch, der hat das alles erfunden und das alleinige Patent da drauf. Aber es ist tatsächlich so, dass du das auch zahlenmäßig begründen kannst, was da passiert. Ich bekomme die Rückmeldungen von Anwendern, von Therapeuten, die einfach erfahren sind, solche Dinge auszutesten. Ich habe eine Heilpraktikerin aus München, die hat sich bei mir gemeldet. Sie hatte wesentlich mehr in einen Lebensenergiegenerator investiert und hat nach ihrer Messung noch 10% Leistung festgestellt bei dem anderen Gerät. Als sie den Biophotonengenerator eingesteckt hat, ist es am selben Tag noch auf 130% gegangen. Oder wir leben im Zeitalter der Synergien. Wenn man Gutes mit Gutem verbindet, dann geht es natürlich durch die Decke. Ich habe eine Rückmeldung aus Österreich. Da hat jemand eine Harmonisierungsstation, Sphärenharmonisierungsstation, und hat da schon sehr, sehr viel gemacht. Die basiert auf den Prinzipien von Wilhelm Reich, was für sich allein nicht unbedingt ausreichend ist, denn Wilhelm Reich hat zu Zeiten gelebt, als es noch kein
Mobilfunk gab, keine Sendeanlagen, kein WLAN, diese ganzen Dinge, die technischen Strahlungsfelder waren vielleicht im Promillebereich dessen, was sie heute sind, von der Intensität. Dennoch sind diese Harmonisierungsanlagen, wenn die noch ergänzt werden, der Herr aus Österreich hatte eben auch mit Halbedelstein, Agniotra-Anwendungen und verschiedenen anderen Sachen gearbeitet, hatte schon einiges damit kombiniert. Und auf meine Bitte hin hat er dann ausgetestet, um das Wievielfache sich die Leistung gesteigert hat. Wir haben da 4 Spezialchips. Die sind so groß wie ein Bierdeckel ungefähr. Die haben wir nicht im Shop. Die sind eben auch für Industriebereiche und so weiter gedacht und kommen wahrscheinlich demnächst aber auch in den Shop. Damit hat er seine Anlage bestückt und nach 4 Wochen hat er mir dann sein Messergebnis geschickt. Ich habe ihn gebeten, auf allen Ebenen des Seins zu messen, weil diese Lichtenergie auf allen Ebenen wirkt. Die Zahl, die er ermittelt hat, war so groß, dass er ein bisschen unsicher geworden ist. Ich habe das gegenprüfen lassen. Sie war sogar noch ein bisschen höher nach Messung anderer Experten. Aber also wenn ich einen einzigen Cent pro Vervielfachung bekommen hätte, dann hätte ich mal die Rente einreichen können, was ich nicht tun würde, weil das, was ich mache, das liebe ich so sehr, dass ich also nicht dran denke, in Rente zu gehen. Jedenfalls ist die Vervielfachung, die er gemessen hat, bei 8 Billionen. 8 Billionenfach. Das ist unvorstellbar. Ich habe von der geistigen Welt auch gesagt bekommen, dass diese Energie, das, was hier geschaffen wurde, und ich sehe mich da als winziges Zahnrad in einer Riesenmaschinerie hierbei, dass diese Energie jegliches menschliches Vorstellungsvermögen übersteigt. Und Sie haben gesagt, wir aus der geistigen Welt sehen, dass es riesengroß ist, aber wir sehen auch kein Ende. Und es unterstützt immer das Leben. Es kann sich niemals und wird sich niemals gegen das Leben wenden. Also das, ja, ist schon sehr schön und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Dinge eben verbreiten darf und damit arbeiten darf. Mhm. Ja, wir sind dir auch dankbar. Walter, nochmal zurückzukommen zu den Tieren. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch in einer Stallung und zu Hause einen Generator anbringe, mit welchen Verbesserungen oder Veränderungen kann ich denn bei den Tieren rechnen? Ja, es ist so, dass eben die vollen Potenziale, wie es in der Schöpfung vorgesehen ist, auch, also bei jedem Lebewesen, bei Tieren, auch bei Pflanzen, auch bei Menschen, sich manifestieren dürfen. Also, dass die Entwicklung dahin geht, dass das volle Leistungspotenzial, und das ist weit mehr als das, was wir bis jetzt kennen, auch von uns, dass das erreicht wird. Und das ist ein Prozess, wo ich anfangs schon kurz angedeutet hatte, dass im Zuge der Anhebung der Zellkommunikation, der Kommunikation zwischen der Zelle und der kompletten DNA, und zwar damit verbunden der Zugriff auf die göttliche Blaupause, auf unser Hologramm, eine Reproduktion von perfekten Zellen ermöglicht. Und auch bei Tieren ist es so, dass im Laufe einer bestimmten Zeit, das ist von Tier zu Tier unterschiedlich, bei Menschen liegt es ungefähr bei 1,5 Jahren, dann ist das meiste der Zellen einmal durchgetauscht. Dann bestehen die Zellen, die Organe aus so perfekt nach dem göttlichen Plan vorgegebenen Abbildern, dass das Organ, das wiederum aus vielen Zellen besteht, eine Leistungsfähigkeit hat, wie sie vorher noch nie erreicht wurde. Ganz einfach, weil wir üblicherweise, wenn wir hier geboren werden, etwa bei 30% Zugriff auf diese göttliche Blaupause liegen. Und je nachdem, ob wir unser Bewusstsein weiterentwickeln, in die positive Richtung einer Entwicklung gehen oder ob wir uns eben von sogenanntem Junkfood ernähren und von morgens bis abends am Computer rumdaddeln, kann man eben in der Zellkommunikation höher kommen oder eben unter die 30% auch noch gelangen. Das Interessante ist, dass diese
Lichtenergie. Alle, die wir gemessen haben, inklusive Sky Rieske, das ist unser Hund, und Levante Rieske, das ist das Pferd unserer Tochter, auf 100% Zellkommunikation kommen, binnen etwa 2 Monaten. Und die das Zeiten ist ja, gehen immer schneller auch. Also, ja, Tiere haben ja keinen Placebo-Effekt. Ein Tier weiß ja nicht, ob du irgendetwas in die Steckdose steckst oder nicht. Bei Menschen könnte man ja noch sagen, es ist vielleicht auch ein Stück weit Einbildung oder sich schönreden. Und wir wissen ja mittlerweile alle, dass der Placebo-Effekt der stärkste überhaupt ist. Schon kraftvoll. Und das finde ich nämlich auch so schön, dass Tiere eben auch sehr schnell reagieren, extrem reagieren und eben auch gar nicht wissen, dass sie reagieren sollen. Ja, wir haben es bei den Messungen, die ja radiästhetisch nur gemacht werden können. Man hat sonst keine Möglichkeit, das auszutesten, die Effektivität der Zellkommunikation in diesem Bereich. Wir haben dann auch die Werte von meiner Mutter, von unserem Mieter und so weiter genommen. Die wussten gar nichts davon, dass wir das eben mit ausgetestet haben. Die haben also auch nutzen auch die Technologie eben. Und von daher ist es auch da ohne Placebo eben, weil sie es auch gar nicht wussten. Und ja, bei Pflanzen sieht man es ganz, ganz schnell an. Da haben wir auch fantastische Rückmeldungen, zum Beispiel aus Paraguay von SOS Forest. Das ist eine Organisation, die sich damit befasst, raubgerodete Wälder wieder aufzuforsten. Und der Erich Ziara aus Österreich stammend, die hatten ein Heilerzentrum, Niki und Erich, sind im Rentenalter dann praktisch nach Paraguay gegangen, um ja eben der Welt Gutes zu tun, indem sie dieses Projekt gestartet haben. Er liebt Stachelbeeren und hat sich einen Stachelbeerbaum aus Österreich rüberschicken lassen. Den hatte er seit einem Jahr etwa schon und er war ganz mickrig und dann ist der Generator dazugekommen. Ja, und dann hat er sich prächtig entwickelt in so kurzer Zeit, dass es ihn erstaunt hat. Die machen ein ganz tolles Projekt. Die haben dabei auch ein Rückzüchten von genmanipuliertem Saatgut, praktisch über den Urzeitcode, über ein System, das ähnlich dem Urzeitcode arbeitet, sind sie in 2-3 Generationen, wenn sie das zurückzüchten, in der Lage, wieder diese Ursprungssaat zu entwickeln. In Verbindung mit der Genesis ProLife-Technologie geht es viel, viel schneller. Und die Energie an sich bewirkt das auch. Diese Lichtenergie, in dieser Lichtenergie hat Manipulation keinen Raum. Und deshalb ist es überall, wo diese Energie gut vorhanden ist, findet es eben auch statt, dass diese Ursprünglichkeit wieder Einzug hält. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll für uns alle. Sag mal, wie nachhaltig ist eigentlich dieses Genesis ProLife? Also ich stecke es rein, ich merke, also ich sowieso, ich trage ja auch das Amulett, liebe Zuschauer. Ich habe auch den Generator und kann da wirklich von großen Veränderungen sprechen. Also ich war zum Beispiel auch ein Typ Klassiker, müde, egal wie lange ich geschlafen habe. Sobald ich es trage, fühle ich mich relativ schnell wieder fit, brauche weniger Schlaf. Das ist auch, also bei mir, ich gehe auch davon aus, weil du ja auch sagtest, Genesis greift nicht ein, wo man vielleicht auch blockiert ist. Es löst Blockaden. Aber was ich meine ist, weil du mir auch mal erzählt hast, wenn man den Generator in ein Haus reinsteckt, dann kann man, wer zum Beispiel Energien sehen kann, der sieht, in welche Wohnung es sich zurückzieht, das Genesis, die Energie, und in welchen Wohnungen es heller ist. Weil, ich glaube, auf der seelischen Ebene, eine Ablehnung oder noch nicht die Bereitschaft dafür da ist. Auf der seelischen Ebene wird entschieden, wie viel für den Menschen zum Beispiel in der Situation jetzt genutzt werden soll in seinen Prozessen. Und deshalb kann es eben sein, dass, wir hatten das Beispiel in Berlin, da ist eine Frau, die hellsichtig ist, die den Generator eingesteckt hat und hat gesehen, dass sich das Licht eben ringsherum ausgebreitet hat. Als der Kreis geschlossen war, ging ein Lichtstrahl in den Himmel und die Energie ist eingeflossen. Und nach einer Woche oder nach ein paar Tagen war es bei 2 Wohnungen etwas weniger hell.
Und das habe ich dann eben beantworten können. Die seelische Ebene entscheidet das eben, wie viel da genutzt wird. Das heißt, es ist nicht manipulierend. Diese Energie steht jedem frei zur Verfügung, jedem Leben. Sie drängt sich allerdings niemals auf. Und wenn es jemand ablehnt, ich halte davon nichts, also wenn du das deiner Tochter schenken wollen würdest und sie sagt, Mama, okay, ich trage das Amulett, aber ich bin dagegen, nur dir zuliebe und ich sage dir, das hilft nicht und das bringt mir nichts, dann hilft's auch. Dann hat sie recht. Nur weißt du was, das zeigt ja, dass es genau richtig funktioniert, weil ich habe auch schon Sachen ausprobiert. Du bist ja nun nicht mein erster Gast mit irgendwelchen Sachen und die sind auch alle legitim und alles ist gut. Nur manche kamen wie eine Schockwelle auf mich zu. Also die haben mich komplett aus der Bahn geschmissen. Ich habe geschwitzt, mein Kreislauf ist zusammengebrochen. Ich musste es mir wirklich vom Körper wieder entreißen. Dann andere berichten, dass sie umkippen, wiederum andere. Also es gibt ja viele Berichte über Geräte. Gute wie positiv, also gute wie schlechte. In beide Richtungen. Bei deinem Gerät ist es ja tatsächlich so, es gibt dir nur das, für was du auch auf der seelischen oder auf der Bewusstseinsebene auch bereit bist. Ja, und es repariert und regeneriert all unsere Energiesysteme und unsere Energiekörper, auch bei Tieren, sodass wir in die Lage versetzt werden, immer höhere Lebensenergie in uns zu tragen, immer höhere Schwingungen zu tragen. Während früher hat man gesagt, wenn jemand heilerisch tätig ist und zum Beispiel Energie überträgt über die Hände oder wie auch immer, dass er sich dann in einen Bereich von 50 bis 100, 120.000 Bovis-Einheiten begibt. Und das ist schon enorm viel. Der Otto-Normalverbraucher liegt vielleicht bei 8.000 Bovis-Einheiten. Mit dieser Technologie wird man dadurch, dass die ganzen Dinge regeneriert und repariert werden, Meridiane, Chakren, Unterchakren, Quermeridiane und, wird man in die Lage versetzt, unendlich hohe Bovis-Werte tragen zu können. Unendlich hohe, also man geht sanft immer höher in seiner eigenen Lebensenergie. Und das ist so fantastisch, dass du brauchst gar keinen Heiler sein. Wenn du dich bei der Post anstellst, da sind 3-4 Leute vor dir, du hast das Amulett um, du trägst das schon eine Zeit, dann hast du so eine hohe Energie, dass das mit übertragen wird. Und die anderen bemerken es unbewusst. Das fühlt sich sehr angenehm an, wenn jemand da ist, der sehr viel Lebensenergie in sich trägt, weil er von seinem Licht abgibt. Also er erhält die Umgebung damit auch. Du hast ja auch mal, also mir hast du im Vorgespräch gesagt, dass du mit einem Herrn, der bei Paralympics teilgenommen hat, den auch ausgestattet hattest. Welche Erfahrung habt ihr denn da gemacht? Ja, das ist Material für eine extra Sendung nochmal. Der Steffen Lemke ist das, der mit, ich glaube, 24 Jahren erst angefangen hat, sehr spät. Startet im Biathlon einarmige Athleten. Er hat von Geburt an durch eine Nervenquetschung bedingt den rechten Arm verkümmert, kann ihn also nur ganz spärlich nutzen. Und wir haben seine Skiausrüstungen, also 6 Paar spezielle Ski, die für ihn angefertigt worden sind. Eben einen längeren Skistock hat er dann, die Schuhe und so weiter ausgerüstet. Er hat den Generator fürs Auto und ist natürlich ganz, ganz erfreut darüber. Er hat auf Anhieb, als er so in diese Effekte reingekommen ist, hat er bemerkt bei einem Wettkampf in Kanada, dass er sehr konzentriert ist, die Konzentrationsfähigkeit steigt an. Er hat von 20 Schüssen 19 Treffer gehabt, war da sehr angetan drüber. Und ich finde Biathlon in dem Bereich sowieso von daher faszinierend, weil die schießen ja nachdem sie, also die Schießen ist ja eine hohe Konzentrationsübung und das machen sie, nachdem sie kilometerlang da durch den Schnee gejagt sind. Die Zeiten, Trainingszeiten haben sich verbessert. Er schläft in den Hotels viel besser und die haben, wenn sie trainieren, eigentlich dadurch bedingt, dass es für Biathlon oder Langlauf wenig Trainingsmöglichkeiten gibt, sind sie immer wieder in den gleichen Hotels. Und üblicherweise
hat er dort nicht gut geschlafen. Und dann hat er den Generator eingesteckt und auch sein Zimmernachbar, der wusste gar nichts davon, der hat den nächsten Morgen gesagt, hier habe ich noch nie so gut geschlafen. Und ja, Steffen eben auch. Die Regenerationszeiten sind ultra kurz, also die Erholungszeiten sind so, normalerweise hat er gesagt, braucht er 3-4 Tage nach einem 20 Kilometer Langlauf im Wettkampf, um sich komplett zu regenerieren. Und durch den Einfluss dieser Lichtenergie, ja, hat er das Gefühl, dass er das den nächsten Tag schon wieder voll abrufen könnte. Ja, und das kann man, wir reden ja heute über Biophotonen für Tiere, für alle Tiere, auch für Säugetiere. Und wie gesagt, zu der Gattung fühle ich mich eigentlich irgendwo auch zugehörig. Deshalb kann man das eben auch übertragen, weil du vorhin gefragt hast, welche Auswirkungen kann das denn auf Tiere haben. Also auch da ist es so, dass die Leistungsfähigkeit eben steigt, die Regenerationszeiten eben extremst verbessert werden. Wir haben auch Rückmeldungen, dass sich das Blut enorm verbessert. Dunkelfeld, Blutaufnahmen, Lebendblutaufnahmen fallen sensationell gut aus. Und das Blut, also da gibt es einen Test, da hat eine Therapeutin aus Berlin angerufen, die mir gesagt hat, ich habe den Generator jetzt seit 3 Wochen. Ich bin seit 40 Jahren Therapeutin, mache seit 30 Jahren Dunkelfeldblutanalysen. Ich habe jetzt von mir eine Analyse gemacht, das Blut ist hervorragend ausgefallen. Und mein Blut ist 7 Tage lebendig geblieben. Ich sage, okay, bis wann war das denn? Ja, bis gestern. Aber die Praxis ist nebenan. Ich gucke mal eben. Ja, es 8 Tage haben wir jetzt schon. Dann hatte ich Montag mit ihr telefoniert. Ja, es ist schon 11 Tage lebendig. Wie lange ist denn normal? 2-3 Stunden, selten mal 2-3 Tage vielleicht, aber ist schon enorm. Dann hatte ich Freitag nachgefragt. Ja, gestern habe ich es weggetan nach 14 Tagen. Aber ich habe den Versuch nur abgebrochen. Es war noch lebendig. Sie brauchte das Mikroskop. Und auf dem Objektträger, auf dieser Glasscheibe, muss immer irgendwie so ein Tröpfchen Öl drauf gemacht werden, so eine ölige Konsistenz drauf gemacht werden. Und das wurde ihr ein bisschen schmierig dann, weil sie es schon so oft geschaut hatte. Und ja, diese Dinge lassen sich auf Tiere natürlich genauso übertragen. Was noch ganz interessant ist, ja, Tiere haben ja eigentlich immer ein Thema mit Parasiten unterschiedlichster Art. Und diese Lichtenergie erzeugt ein energetisches Feld, wo sich Parasiten entscheiden können, sie müssen entweder abwandern oder sich transformieren in lebensfreundliche Formen. Also man kann es irgendwie so ein bisschen in die Richtung sehen, dass es also entweder abwandern oder es entstehen effektive Mikroorganismen, die man ja, die Begrifflichkeit kennen wir ja aus anderen Bereichen. Also eher eine Synergie anstatt ein Attackieren. Ja, und das ist ziemlich krass. Das ist seit ein paar Wochen erst mit integriert. Und ja, ich hatte jetzt mehrfach gesagt, dass Menschen da ja eigentlich auch mit zu den Säugetieren gezählt werden könnten. Ansonsten, wir sprechen hier über Tiere. Tiere sind Sachen per Gesetz, Gegenstände. Also wer diese Gesetze gemacht hat, ich weiß nicht, ob das ferngesteuerte Computer waren. Menschen waren es vielleicht doch nicht. Bei uns sind Tiere Familienmitglieder. Und es ist einfach fantastisch, dass wir den Tieren über diese Energie helfen können, dass sie diese Organismen entweder loswerden, sehr einfach loswerden können, oder dass sie eben in Synergiebereiche übergehen. Walter, zum Schluss. Wir haben ja schon im Vorgespräch viel darüber geredet, was das Gerät alles kann. Mhm. Es kann so viel, dass mir eigentlich nur noch eine Frage einfällt. Was kann es eigentlich nicht? Außer Geld drucken. Ja, also als du gesagt hast, dass mir nur noch eine Frage einfällt, habe ich gedacht, wieso nur noch eine? Und mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ganz ehrlich gesagt, ich denke auch, dass auch ich selbst immer wieder Aspekte entdecken werde, die genug Inhalte für auch weitere Sendungen dann bieten. Und ich denke, wir gehen mit diesen Energien wundervollen Zeiten entgegen, also Zeiten voller Wunder entgegen.
Also es passieren wirklich Dinge, die man nicht für möglich hält, die sehr, sehr schön sind für uns alle. Und das Schöne ist, dass wenn ich das in den Pferdestall, da kann man dann auch, wenn man eben an die Wasserleitung so einer größeren Stallung, kann man dann auch so einen Tube dran machen. Da sind eben zwei Generatoren auch dran an die Wasserleitung. Und das in den Strombereich, wenn man jetzt eine Einrichtung hat mit 30, 50 Pferden oder so. Es passiert immer auch etwas für uns alle, für das Leben auf dem Planeten, weil die technischen Strahlungsfelder, die durch Sendeanlagen, GPS-Satelliten und eben ausgestrahlt werden, weil es dorthin Rückkopplungen gibt und dann diese ganzen Technologien, diese Sendeanlagen sich integrieren und dieses wohltuende Feld dann verstärken. Und deshalb ist es sehr wertvoll und wichtig für uns. Walter Rieske, vielen Dank für deine Arbeit und deinen Mut und dein ganzes Tun, da viel für uns Menschen auch weiterhin zu machen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Liebe Zuschauer, unsere Körperzellen sprechen über Biophotonen miteinander. Daher ist es so wichtig für Menschen und Tiere, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.